Mann, worauf habe ich mich da eingelassen? Ich muss einen Song mit nur Gratis-Software produzieren, ohne einen einzigen Euro auszugeben. Das ist eine Challenge. Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Musiker. Voll kreativ, toller Drive, geiler Musiker. Und er sagt zu mir, ohne Geld kannst du keine gute Mucke machen. Nur mit tollem Equipment kannst du geile Mucke machen. Und ich so, nö. Wenn du einen Computer hast, hast du alles, was du brauchst. Du bist kreativ, talentiert und hast Bock. Und den Rest bekommst du gratis im Netz. Nein, doch. Und ich zeig dir jetzt, dass das doch geht. Songs brauchen einen Rhythmus, deshalb suche ich mir ein Plugin, das Drums machen kann und 0 Euro kostet. Nicht diese Plugins. Ganz so einfach ist es doch nicht. Ich habe jetzt eine ganze Weile recherchiert und einige Free-Plugins ausprobiert. Das letzte ist mir abgestürzt. Jetzt habe ich noch eins und ich hoffe, dass es das ist. Gute Nachricht, das ist es. Es stürzt nicht ab, es klingt gut. Ich kann es über MIDI anspielen. Und ich lasse mich davon jetzt mal inspirieren. Und jetzt hört ihr das mal an. Das erinnert mich sehr stark an die CR78 und die wiederum erinnert mich an das hier. I can feel it calling in the air tonight. Ich habe mit dem kleinen Plugin jetzt was zusammengebaut. Ich feiere es ohne Ende. Es ist Kick, Snare, Hi-Hats, Claps dabei. Alles auf 130 BPM. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber ich glaube, das wird eine richtig gute Sache. Und besonders feiere ich das Ding mit dem Rimshot. Dieses Zucker! Das Fundament eines jeden Songs besteht aus Schlagzeug und Bass. Das macht die Suppe dick, das gibt den Groove. Und dafür brauche ich jetzt ein Bass-Plugin. Und das muss ich jetzt mal suchen. A few moments later. Ein Bass-Plugin zu finden war jetzt nicht so schwer. Da hat auch gleich eins funktioniert. Das ist der Kollege hier hinten. Und ich habe natürlich mit den Sounds ein bisschen rumprobiert, weil da ist jetzt Suppe für die Beats hinten dran. Aber den will ich hier nehmen. Das ist der da. Und jetzt muss ich natürlich eine Bassline finden, die dazu den Drums auch passt. Mal schauen, was ich so auf die Reihe kriege. Yes! Yep! Das Grundkonstrukt steht schon, da bin ich echt happy mit, aber es ist mir noch zu statisch, was den Bass betrifft. Da muss ich noch mal ran. Ich denke, ich muss das Ganze noch etwas künstlerisch bearbeiten, etwas kreativ in die Tiefe gehen. Der Bass steht und jetzt möchte ich noch ein paar kleine Verzierungen einbauen, damit das Ganze geschmeidiger wird und ein bisschen aufregender. Habe ich in Synthür gefunden, auch ein freies Plugin und mit dem möchte ich jetzt arbeiten. Okay, so wirklich war jetzt nichts dabei, da bin ich nicht so zufrieden, aber ich glaube, ich brauche da neue Sounds nochmal. Ich muss in die tiefsten Libraries von Mordor einsteigen. Das passiert mir ständig. Ich war gerade auf der Suche nach den Bassverzierungen und dann bin ich in die Lead Libraries gerutscht und habe ich den Sound hier gehört. Fetter Sound, ich feiere den total und da habe ich mir gedacht, den Lead spielst du jetzt mal ein und den habe ich schon eingespielt. Und das ist Nummer 2 zum Andicken. Und Nummer 3, die bringt mir noch ein bisschen Textur. Also, mein Song klingt aktuell so. Mein Lead-Sound ist jetzt quasi fertig, aber er hat manchmal so ein, zwei kleine Pausen, die möchte ich gerne auffüllen. Und da habe ich mir auch aus diesem Synth einen anderen Sound rausgesucht und der klingt so. Und
der Sound hier hat ja so leichte perkussive Elemente. Und die werde ich jetzt nicht direkt einspielen, sondern ich werde ihn im MIDI-Editor einpassen in die einzelnen Pausen und das Ganze ein bisschen auffüttern. Wie du siehst, habe ich jetzt schon hier im Editor einiges gemacht. Angefangen habe ich mit den größeren Pausen. Habe ich mit diesen drei Tönen aufgefüllt. Und das Ganze hat mir aber noch ein bisschen zu wenig Dynamik gehabt. Ich wollte ein bisschen mehr Drive reinbringen. Und deshalb habe ich in den kleinen Pausen auch noch was eingefügt. Und das klingt dann so. Und zusammen, also mein Lead-Add zusammen mit dem Lead, hat jetzt eine ganz andere Qualität, ist dichter, geht ein bisschen mehr nach vorne. Das, was ich hier gerade baue, soll ja mal der Chorus werden. Und der Chorus ist in einem Song immer das größte, das massivste, das atmosphärischste Element. Da muss noch richtig was reingehen. Und um das zu unterstützen, suche ich mir sowas, was Teppichmäßiges, so eine Art Pad. Irgendwas, was die ganze Sache nochmal richtig atmosphärisch unterfüttert. Mad Skills! Wir sind immer noch bei 0 Euro bei FreeVST-Plugins. Die kannst du dir kostenlos runterladen. Und ich habe da ein paar Strings gefunden. Das ist so der Klassiker für Pad, für Atmosphäre erzeugen. Und die klingen auch richtig gut. Kreiert. Eingespielt. Angehört. Und dann, nee, das ist es nicht so wirklich. Es verwässert mir die ganze Geschichte. Die Strings sind zwar gut, vielleicht so als Unterleger, ganz fein im Hintergrund, aber es macht die ganze Sache loungig. Ich will da nicht hin in die Richtung. Ich will was bisschen aggressiveres haben. Also zurück in die Zukunft. Also zur Soundsuche. Meine Seele hat kein Herz. Meine Seele hat nur Schmerz. Ich habe mal überlegt, ja, was Flächiges ist grundsätzlich gut, aber ich will eigentlich mehr so eine Line haben. So einzelne Töne, die da so reinkommen, ein paar Akzente setzen. Und langer Rede, kurzer Sinn, ich habe mal bei den Bass-Sounds gesucht. Ich war ja gerade auf der Suche nach ein paar glockenartigen Sounds, die Akkorde obenrum ein bisschen umgarnen, ein bisschen mehr Dynamik in die ganze Sache reinbringen. Und dann bin ich aber auf das hier gestoßen. Und den habe ich natürlich gleich eingebaut. Wie das klingt, kannst du natürlich später im Musikvideo sehen. Lass dich überraschen. Da habe ich meinen Glockenklang gefunden und da der etwas schneller eingespielt werden muss, da bin ich sehr zufrieden schon mal mit, da ich deswegen einer sehr schweren Kriegsverletzung nicht wirklich so schnell einspielen kann, gibt es jetzt etwas MIDI Magic. Glockenklang, hörst du meinen Glockenklang? Das ist der Glockenklang-Song. Das war's. Komplett leer im Kopf. Was mache ich jetzt? Hast du eine Idee? Was würdest du machen? Nee, du heute nicht. Ja! Das ist es. Ich wusste nicht mehr, wohin mit dem Song, aber jetzt ist es glasklar vor mir ausgebreitet. Ich singe einfach drüber. Und das bedeutet, dass ich erst einmal einen Text schreiben muss. Okay, schwere Geburt, die Lyrics sind aber fertig und jetzt singe ich ein. The lights shine bright, but the sun goes down, the sun goes down. I feel I might, but I ain't no clown, ain't no clown. Sometimes I want to, sometimes I need to, I won't be with you, with you. Hey, hey, don't get hurt, life is crazy and absurd.
einen Glackenklonk gefunden. Einen Glackenklonk! Ein Glockenklack. Da habe ich meinen Glackenklonk. Glackenklonk. Glockenklang! Ich lasse dir hier noch ein Video da. Klick mal drauf. Mein Name ist Marc und wir sehen uns wieder auf Delama.